Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5 mit dem Klaas. Hallo zusammen. Und mit dem Hangerboy und hau rein. Wir befinden uns in Runde 231. Einheit benötigt Befehle. Ich muss meine Speer wieder wegschicken. Warte mal kurz. So, wir können ja Armbrustschützen machen, ne? Ich weiß. Armbrustschützen sind aber die schlechteren Gatling-Schützen. Merke ich gerade. Wir haben schon die nächste Version davon. Ja. Was ist denn das für Mongos? So, ihr baut mir hier mal Viehzucht. Alter, sind die zurück. Leck mir Marsch. Oh, der hat hier Lanciereinheiten. Sind Pikniere gut gegen die? Wo? Der Grieche hier unten. Oh, der hat eine Stadt gebaut. Was ist denn das für ein Wichser? Weiß ich nicht. I have no idea. Probier's aus. Wollen wir gegen den Griechen Krieg erklären? Nein. Ich habe Einfluss in Barbados. Okay. Nein. Portugal hat Karthago oft nicht denunziert. Mach lieber den nichts wieder weg, den diesen Brasilianer? Also ich habe eine große Persönlichkeit. Warte kurz. Ja. Hangerboy, Künstler. Ich mache wieder goldenes Zeitalter. Zack. Machen wir den Brasilianer weg in India. Wen? Den Brasilianer. Okay. Hat der irgendein Bündnis mit irgendeinem? Weiß ich nicht, aber warte mal kurz. Brasilien. Dritter oder Zweite? Besprechen. So, der Lancier griechisch. Nächste Runde. Ich bin fertig. Willst du den machen gegen Brasilien? Nicht Brasilien, der Byblos, das ist kein Brasilianer. Nee, lass die Stadt starten. Die sind jetzt erstmal scheißegal. Achso, Byblos ist echt nur ein Stadtstaat. Ja. Genauso wie Tyros. Das Problem ist. Oder? Ja, nee, der Tyros ist Brasilien. Oder? Nee. Nein. Ach, das sind gar nicht dieselben hier. Salvador und. Ah, Tyros und Byblos sind nur Stadtstaaten. Ja, mit denen kannst du ja gut befreundet sein, wenn du willst. Ach so, okay. Bin ich ja auch. Das heißt, soll ich gegen den Griechen unten laufen? Nein, gegen Griechen nicht. Gegen den jetzt noch keinen Stress anfangen. Gegen wen dann? Gegen Fortessa oder was? Peter den Zweiten? Peter den Zweiten finde ich ganz gut. Soll ich gegen den echt Krieg erklären? Na klar. Dann komme ich mal mit den Gatling-Schützen hoch, ne? Und mit meinen Katapulten. Dann soll ich den öffentlich denunzieren? Ja, mach mal. Peter den Zweiten. Ich muss erst eine Handelsmission mit ausführen. Leck mir mal, ich muss noch weit laufen. So, wieder den Satrapenhof bauen. Perfekt. Produktion wählen. Arsenal, Karawanenhof. Mehr Gold. So, ein kleines Fort haben wir hier gebaut. Perfekt. Wir können euch wieder zurückziehen. So, ihr geht hier. Arbeiterboot. Bereitschaft. Bereitschaft. Oh. Ich rück jetzt mal gen Nordwesten vor, oder? Da brauche ich eine Straße rüber. What the fuck? Gibt's hier irgendwie Fische oder irgendwas? Nee, hier gibt's gar nichts an der Küste. Maria, die erste Zeit hat Industriezeitalter schon, okay. Okay, Bukarest. Mhm. Bukarest, sie wollen, dass ihr vom Stadtstaat Laventra Tribut fordert. Nee, mache ich nicht. Eine andere Zivilisation hat den Stadtstaat Mombasa mit seiner Kultur beeindruckt. Okay. Wie weit dauert denn noch das? 87% fertig. Okay, ich bin fertig. 87% noch bis zur Weltausstellung bei mir. Wie sieht's denn hier aus? Ich guck mal kurz den Ozean hier. Da kommen wir kurz weg. Wie kommst denn du über den Ozean drüber? Mit meinen Einheiten. Achso, du gehst nur mit den Einheiten? Ich habe hier nämlich eine. Die sind halt ungeschützt, oder wie ist das? Die Einheiten. Weil ich habe hier eine Galeasse, das ist eine Fernkampfeinheit auf dem Meer. Oder? Galeasse ist das Fernkampf?
kurz mal nachschauen. Kaleas. Marineeinheit des Mittelalters, die mit ihrem Fernkampfangriff, ja. Next round. Next round. Rumgeläge. So, plus 45 Gold pro Runde, gefällt mir. Oh, wen haben wir denn hier? Babylonisch. Ich bin nicht mal mit Tyros befreundet. Ah, ich wollte den Bastianern denunzieren. Mach ihn. Warte. Ich glaube, ich greife den mal an. Peter den Zweiten. Öffentlich denunzieren. So, ihr geht hier hin. Ich habe nicht so viele Freunde auf der Welt, muss ich sagen. Produktion wählen. Sehen. Aquädukt. Hauen sie rein. Eine Gruppe Bürger des Stadtstaats Mailand hat von den Lehren der Religion Hängertheismus gehört und will, dass ihr sie in ihrer Stadt verbreitet. Ja, schön. Schön für sie. Portugal und Brasilien haben eine Freundschaftserklärung. Ja, schön für sie. Euer Einfluss auf Byblos ist nicht mehr so stark. Was? Wie kann man denn eine zurzeit laufende Karawane abbrechen? Geht nicht, oder? Weiß ich nicht. So, Bereitschaft, oder? Haben wir da schon Bauernhof? Ja. Ah, hier, Karawane. Ich glaube, die löse ich jetzt auf, oder? Mal gucken. Handelsweg einrichten. Das ist hier ein Sägewerk. Einheit auflösen, jo. Da verkaufe ich mich hier. Wie heißt doch mal die auf dem Wasser Handel betreibt? Das Arbeitsboot, meinst du? Frachter. Frachter errichtet Handelswege. Nicht das Arbeitsboot. Das Arbeitsboot nutzt Wasserressourcen. So, ich habe mir mal einen Frachter gekauft. Gönne ich mir. Oh, kann man mit dir dann auch handeln? Ja, über mehr. Aber wenn du zu viele Kamele unterwegs hast, dann du musst dann ein paar von deinen Landhandelswege auflösen und dafür Seehandelsrouten anfangen. Ah, also ich okay. Habe nämlich volle Kamelstärke erreicht, also volle Händlerstärke auf Land. Volle Kamelstärke. Kamelstärke! So, warten auf anderen Spieler. Wie kann der Washington eigentlich 300 Punkte haben? Der lebt noch irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Ich auch nicht. Komisch. Eine andere Zivilisation hat den Stadtstaat Mailand mit seinem technischen Fortschritt beeindruckt. Interessiert mich nicht. Produktion wählen. Gehen wir auf Wirtschaft? Eisenhütte. Wird vom Auslandsberater und vom Wirtschaftsberater empfohlen. Okay, Einheit benötigt Befehle. Die wären fertig. Okay, schicken wir sie in die Stadt. Er baut mir hier. Der baut kommt auch in die Gold. Stadt. So. Oh, soll ich mit Peter II. Jetzt hier Krieg anfangen? Kannst du machen, wenn du willst. Gold hätte ich genug. Ich speichere mal unter Glied oder hartes Glied. Mal gucken. Was musst du schon ab? Ja. Einfach mal was riskieren. Okay. Ich stelle mal alle meine Einheiten hier um das Gebiet auf. Siehst du, was da oben abgeht? Nee, ich bin jetzt aber noch beschäftigt. Kessel ihn leicht ein. Bereitschaft, Bereitschaft. Ah ja, ihr. Handelsroute einrichten. Kann ich mit dir schon handeln? Wo bist denn du? Da, hier, Neapolis. Na, nee. Es gibt nur Druck. Ich brauche aber Gold. Brauchst du irgendwie Hilfe bei irgendwas? Alter, mit Salvador handeln. Wo ist denn Nippur? Nippur ist hier. Nippur. Soll ich mit dem Griechen Handel betreiben? Nee. Naja, nee.
Ja, wenn ich mit dir Handel betreibe, es gibt nur Produktion pro Runde. Das brauche ich gerade nicht, ich brauche Gold. Ja, sorry. Also ich mach mit. Hä? Bist du mit Nippo im Krieg oder nicht? Noch nicht, oder? Dann bleibt ja nur noch der Grieche übrig. Nice. Nein, nein, dem Brasilianer. Ach so. Nein, mit dem Brasilianer braucht ihr jetzt kein Handelsabkommen abschließen, wenn ich den jetzt dann angreife. Dann machen wir fresh hier. Ja, gleich, nächste Runde. Ich speichere lieber unter hartem Glied ab. So. Nächste Runde. Nächste Runde ist er dran. Da gehört Fortaleza Mir. Oh. Voulez-vous? Voulez-vous coucher? Wie hast du die Stadt eigentlich kaputt gemacht? Hast du die mit deinem Armbrustschützen platt gemacht oder mit deinen Kanonen? Ich habe eine Kanone und dann so zwei Gatling-Einheiten und eine Nahkampfeinheit. Die musst du da einstellen. Ja, ja, das ist klar. Ich habe hier oben drei Nahkampfeinheiten. Drei Nahkampf und zwei Fernkampf. Ach ja. Dann fehlen mir aber 22 Gold pro Runde. Naja, Krieg erklären. So, Krieg wurde erklärt. Ach Quatsch, das machst du wieder wett. So geht es nicht. Schieß doch auf die. So. Einheit benötigt Befehle. Die schicke ich mal hier hin, die Einheit. 14 Runden dauert es. Läuft. Hui. So. Nächste Runde. Ich würde echt gerne den Babyloner wegmachen. Wenn es dir genehm ist. Ja. Mach jetzt erstmal den Brasilianer weg. Jetzt schießt er erstmal auf meine Einheiten hier oben. Nächste Runde. Ich habe nur noch plus 7 Gold, weil ich die Handelsbeziehungen abgebrochen habe. Kannst du denn öffentlich denunzieren? Nee. Den Babyloner? Nee, geht leider nicht. Wieso können eigentlich die Kanonen nicht auf den schießen? Die können doch über drei Felder schießen, oder? Na, nicht so weit. Brechen. Jo. Greifen die überhaupt an? So. Nein, greift jetzt hier an. Die Einheit hier muss dann weg. So, Fernangriff in Stellung bringen. Ja, meine spätere Einheit geht drauf, die ist nämlich nicht mehr so stark. Arsenal, Stadtmenüsburg oder Verteidigung plus 9, Trefferpunkte plus 25. Oder Karawane. Nee, keine Karawane. Politik einführen. Zufriedenheit durch Luxusgüter. Plus 2. Ah, oh, jetzt habe ich plus 17. Zufriedenheit. Nice. Ich habe plus. Ja, auch plus 17. Nice. Das Projekt Weltausstellung ist abgeschlossen. Denker und Erfinder aus der ganzen Welt sind zusammengekommen, um ihre Ideen auf der extravaganten Weltausstellung zu präsentieren. Dieses Projekt erfordert insgesamt 2345 Produktionen von allen Zivilisationen, um abgeschlossen werden zu können. Höhere Beiträge bringen mehr Belohnungen. Ausgerichtete Ausstellungen, meiste Beiträge, Kultur erhöht um 100%, hält 20 Runden an. Bahnbrechende Erfindungen, freie Sozialpolitik, Aussteller, blablabla, zum nächsten goldenen Zeitalter. Cool. Also ich habe schon abgeschlossen, Weltausstellung. Okay. Eine Einheit hat genug Erfahrung erlangt, um... Welche? Die da? Ich bin Erster geworden, oder? Sanitäter. Ja, Babylon, ich bin Erster geworden. Ihr habt Babylon öffentlich denunziert und die Welt davor gewarnt, ihnen zu vertrauen. Okay. Warte kurz. Kann ich angreifen? Minus 68, nice. Können die jetzt auch schießen? Nein. Aber die hier können schießen. Zack. Fortaleza. Komm schon, du gehörst jetzt mir. Könnt ihr jetzt mir oder nicht? Die können nicht angreifen.
Nice, 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 nice. Warte, ihr. So, die da unten sind auch gleich fertig. Ihr ruht euch mal aus. Können die Gatling-Kanonen das überhaupt angreifen? Ja, dann müssen ganz nah ran. Achso, ein Feld dran. Jo. Ja, das ist zu weit weg. Macht ihr Bereitschaft. So. Nächste Runde, ich bin fertig. Ich auch. Ja, der macht jetzt meine Pikiniere da kaputt. Wow. Ach, die hält sich auch wieder hoch, die Wo Stadt. Wo ist das entdeckt fies. Worden? Weiß ich nicht. Komm schon, Fochterlaser, greif an. Ich sehe bei mir nichts. Ja. Einheit wurde getötet. Oh, wie schade. Zack. Komm, jetzt springt er nicht hin und her hier. So. Hey, ich habe eine neue Stadt. Stadt, was die Stadt vernichten, annektieren? Plündern? Annektieren ist übernehmen. Aber die sind unzufrieden. Ja, dann muss ich das Gebäude dann bauen. Dann annektiere ich die. Ja, ich hatte 18 Zufriedenheit, jetzt habe ich. Wo ist das Gerichtsgebäude? Wo ist das Gerichtsgebäude? Produktion wählen. Hier, Gerichtsgebäude. Sehr schön. So, ihr heilt euch schön hoch. Bin ich mit Babylon im Krieg? Ich schon, ja. Also deswegen hat ihr meine... Aha, deswegen hat meine Galasse hier von dem aufs Maul bekommen, von seiner Schwulen. Was sind das? Karawee, okay. So kann man auch sein Reich vergrößern, ne? Wie denn? Einfach mal fremde Städte hinnehmen. Oh ja. So, hier wird ein Frachter gebaut. Eure Einheit wurde vernichtet. Nächste Runde. Siehst du die Stadt Salvador? Oh, ich muss so viel machen, Alter. Das wird ziemlich schwierig, die Stadt Salvador einzunehmen, weil ich da mit den Kanonen nicht so gut hinkomme. Einheit wurde befördert. Anlage ist Ich verstehe kein Wort, ja. Was? Nix. So, nächste Runde. Was machen die Gegner? Was machen die Gegner? Die Zusammenkunft von dem ersten Konvent von Athen findet in 5 Runden statt. Ich würde es gerne anklicken. So. Die Stadt Susa hat ein neues Bauprojekt. Kornspeicher. So, lass mal sehen. Alexander von Griechenland hat 10 Diplomaten. Ich habe 3. Du hast 2. Alter, der hat richtig viel. Ja, der hat aber viel Verbündete plus. Es wird hier empfohlen, eine Karawane zu bauen. Brandenburger Tor ist natürlich auch geil. Produktion wählen. Einheit befördern. Sofortheilung. Zack. Immer Forschung. Ich bin bei Navigation gleich fertig, noch eine Runde. Griechenland und Portugal haben eine Freundschaftserklärung, okay? Es wurde eine große Persönlichkeit geboren. Die Krieger muss ich, also meine Soldaten muss ich gleich mal abschicken. Handelsmission ausführen. Machen wir mal eine Handelsmission wieder mit Byblos. Byblos, du geile Bitch! So, die Einheiten hier oben sollen sich mal erholen, wenn das geht.
Ja. Die Stadt hier, wie lange braucht die noch? Wie viele Städte hat der denn? Weiß ich nicht. Aber anscheinend sehr viele. Ihr habt die Militärwissenschaft entdeckt. Militärwissenschaft, sehr schön. Wenn ich jetzt Pferde hätte, könnte ich endlich meine Speerträger aus verbessern. So. Hat da drüben eine Insel baut? Verrückter Typ. Speichern, hartes Glied. Warte. Zwei. So, gespeichert. Nächste Runde. Ob wir den kleinen Brasilianer hier aber richtig schön platt machen können, das siehst du leider erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Civilization 5 oder 5 together mit dem römischen Clan. Servus. In Afrika. Okay, ciao.